Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark. Und in der letzten Folge habe ich euch die nutzlose Opfergabe gezeigt. Und in dieser Folge werden wir meinen Erzfeind ein Ende setzen. Also bleibt natürlich wie immer dran und bleibt gespannt. Dann fangen wir doch mal an, Leute. Und ja, wie ihr es in den letzten Folgen erfahren habt, wird heute der Tag sein, in dem ich mich den Alpha Kano stelle, Leute. Und ich habe ja schon ein paar Kandidaten ausgewählt. Und zwar wäre das einmal mein Alpha Allosaurus Blade und einmal Lazy, also die stärkste Allosaurus Mädel von meiner Gruppe, Leute, die über 3300 Leben hat, wenn ich mich täusche. Und natürlich mein Lieblings-Allosaurus Kaye, die natürlich am Start ist, ihr wisst Bescheid. Und wie gesagt, Leute, wir werden heute den Alpha-Kano ein Ende setzen und habe eben meine vier Allosaurier ausgewählt, die heute mitkommen werden und hier kämpfen werden, Leute. Meine Alpha wird heute nicht mehr an der Stelle sein, indem er meine Wege regiert hat oder gesperrt hat, blockiert hat. Denn heute werde ich ihn den Weg blockieren, Leute. Und wie gesagt, der Alpha Kano hat 6400 Leben, Leute. Und ich glaube, dass es hier im Fialosaurier kein Problem sein wird. Denn wir werden ja auch den Bleed Damage einsetzen, wegen meinem Blade, also der Alpha. Denn ihr wisst ja Bescheid. Durch den Bleed Damage wird er langsamer und kann dadurch weniger austeilen, Leute. Und soweit ich weiß, macht der Alpha auch 80 Schaden, Leute. Wenn es nicht so ist, dann schreibt gerne natürlich gerne in die Kommentare, verbessert mich da. Aber ich glaube, es wäre auf jeden Fall so. Leute, der Tag ist gekommen. Ich habe es euch in den letzten Folgen schon vorgewarnt. Und jetzt ist es soweit. Der Alpha wird heute nicht mehr da sein, Leute. Der Tag der Entscheidung, Leute. Denn er war schon von Anfang an mein Feind, Leute. Allein schon, wo ich hier gespawnt war, war er schon immer an der gleichen Stelle da hinten. Seit ich hier die Base habe, Leute, hat er sich kein Fleck gerührt. Außer, dass er eben bei mir hier vor dem Fluss im Weg war. Abkürzung zu mir nach Hause. Und genau. Oh, 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 Leute, 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 Leute. Da ist ein Alpha-Kano. Nein, 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 nein. Da drehen wir auf jeden Fall um. Das geht so nicht. Das kann mir nicht bringen. Da war ein Alpha-Kano. Also ich bin mir nicht sicher, dass ich 16... Leute, ihr seht's. Das Blatt hat sich gewendet. Und jetzt sind wir an der Reihe, Probleme zu machen, Leute. Und diesmal bin ich nicht mit dem Boot da alleine. Mit einem bewusstlosen T-Rex. Nein, diesmal habe ich eine Armee auf meiner Seite. Vier Allosaurier. Jeder davon hat über 2500 Leben, Leute. Oder 3000 Leben. Und ja, ich glaube, da kann einfach nichts passieren. Vor allen Dingen auch noch mit dem Rudelbuff eben, dass er mit dem Bleed Damage verlangsamen kann. Weil das ist ja der eigentliche Grund, warum ich auch die Allosaurier nehme und zwar kein T-Rex. Ich weiß, ihr könnt auch mit dem T-Rex kommen. Aber ich tue es mit dem Allosaurier, weil ganz ehrlich, ich sehe den Bleed Damage als Vorteil. So, Leute, da vorne ist der Alpha Kano. Seht ihr ihn? Ganz. Er denkt, er könnte wirklich entspannt am See rumplanschen und hier, keine Ahnung was, kleine Flugsaurier nerven, deine Tiere umnieten und er kann hier wirklich der Alpha sein, aber nein, so läuft das nicht. Denn ich werde jetzt mein Gebiet wieder erobern, auch wenn es hier nichts zu jagen gibt, aber ist mir egal. Ihr wisst ja schon, dass ich umziehen werde in eine andere Gegend, also eher mehr in den Norden halt, in der Nähe von Schneebium, aber trotzdem wollte ich jetzt meinen Erzfeind besiegen, Leute. Und jetzt ist der Tag der Entscheidung. Wie wird es ausgehen, Leute? Es ist noch relativ freies Feld und es wird beginnen. Geht drauf mit allem, was ihr habt. Los! Zeigt alles, was ihr getan habt. Für all das ganze Training, was ihr gemacht habt. Zeigt es. Ich will es sehen, dass ihr euch beweist. Was haben wir so viele Stunden trainiert, Leute? Besiegt den Alpha. Wir sind die Alphas. Wir sind die Einzigen. Das ist unser Gebiet. Und du wirst hier nicht das Gebiet besetzen. Leute, wir haben ihn endlich. Der allererste Alpha-Kano wurde besiegt. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Ich bin so stolz auf euch. Wer hat es denn nicht bekommen hier, das Level Up?
Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube Blade, wenn ich mich nicht täuschen würde. Aber ich weiß es nicht. Wer so wirklich. Leute, was greift mich da gerade an? Was ist hier los, Leute? Warum ist. Wow! Was geht hier jetzt ab? Hab ich mich erschrocken, Mann. Das war jetzt mega. Ja, Leute, es war nur ein Sarko, aber ich hab mich gerade mega erschreckt. Ja, gut, Leute. Dabei wir jetzt unser Jagdgebiet wieder erobert haben, können wir hier auch ganz in Ruhe wieder unsere Runden drehen mit den Allosauriern. Und ja, wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Videovorschläge habt für die nächsten Folgen, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Da würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und Leute, noch eine kleine Info, mein Kollege Hades und ich haben in der letzten, vorletzten Folge ein Video veröffentlicht, wo wir erzählt haben, dass eben ein neues Spiel rauskommt, das für die Konsolen rauskommt, leider nicht für Ark Mobile. Trotzdem fanden wir es wichtig, die Informationen an euch weiterzugeben und zu teilen. Und ja, wir haben viel Mühe in das Video eingesteckt. Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich gerne in der Endcard anklicken, darüber würden wir uns sehr freuen. Und das Level Up hat hier auch Blade bekommen. Man sieht sie auf jeden Fall nicht, weil normalerweise kriegt der Dinosaurier relativ schnell auch per erhöhten XP-Wert auch ein Level Up. Aber das war bei mir jetzt nicht der Fall. Wieso, weiß man nicht. Aber wir werden es ja in der nächsten Folge auf jeden Fall sehen und er wird auch sein Level Up bekommen. Und dann nähert sich mein Video auch schon zum Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, darüber würde mich freuen. Und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ja gut, und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.